Ich meine, klar ist anspruchsvoll, es ist Abitur. Es ist Abitur, so natürlich ist es nicht einfach. Ich habe mir mein Abitur einfach ganz anders vorgestellt. Ich ging da rein in diese Klausur, sah die beiden Texte und war so, ich weiß nicht so ganz genau. Ja, und dann kam Mathe. Und Mathe hat, glaube ich, uns alle einfach so vom Hocker gehauen. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Lara Emily. Ich habe dieses Jahr Abitur gemacht, beziehungsweise bin auch gerade mit dabei. Meine ganzen schriftlichen Prüfungen sind mittlerweile vorbei. Ich habe noch meine mündliche übernächste Woche und wollte einfach mal heute meine Erfahrungen mit euch teilen, weil mein Abi, also meine Abi-Zeit und die Prüfungen doch irgendwie ganz anders waren, als ich gedacht hatte. Und ich mir vorstellen kann, dass es sehr hilfreich sein kann für Leute, die vielleicht nächstes Jahr oder Jahre danach Abitur machen, damit sie mal so einen Eindruck kriegen, was passiert eigentlich genau bei den Prüfungen, was kommen da für Themen ran, wie ist es methodisch aufgebaut, wie soll man sich am besten vorbereiten und so weiter. Auf meinem Kanal geht es generell immer rund um die Themen Lernen, Schule, Produktivität. Also falls ihr generell Lerntipps haben wollt, wie ich es bisher geschafft habe, einen 1,0-Schnitt zu haben, beziehungsweise in der Oberstufe habe ich sogar einen 0,8-Schnitt gehabt jetzt insgesamt. Bin gespannt, wie es nach den Prüfungen ist. Wir werden sehen, wie mein Schnitt letztendlich dann wird. Mal gucken, ich bin ganz gespannt und werde euch heute erstmal von den Prüfungen erzählen. Es wird jetzt ganz chillig. Eine kleine Laberstunde wie ein Podcast. Hört es euch gerne an. Ich nehme mich jetzt zurück und erzähle euch, wie die Prüfungen waren. Ich lehne mich nicht zurück, weil dann sehe ich hier so klein aus. Ich lehne mich wieder nach vorne. Okay, ich hatte als allererstes Englisch-LK und ich habe für Englisch-LK schon generell gesagt, ich lerne dafür echt nicht viel. Denn die Sache ist, dass ich schon mein Leben lang ganz gut Englisch gelernt habe. Also ich war schon mehrere Monate in England für Auslandsaufenthalte und so weiter, hat auch eine Sprachreise gemacht, ich habe mich auf das Cambridge-Examen vorbereitet, hatte deswegen noch einen Extra-Kurs ein Jahr, dann war ich noch in der bilingualen Klasse seit der 7. Klasse, hatte auch in der Oberstufe ein Fach auf Englisch und zwar Wirtschaft, das heißt, ich war einfach schon immer auf einem ganz guten englischen Niveau, habe deswegen auch wirklich halt nichts gemacht. Ich habe einfach so einen Tag vorher angefangen, mich richtig vorzubereiten. Meine Vorbereitung war dann nochmal so Useful Phrases angucken, Textarten angucken und ich habe eine Probeklausur geschrieben. Ich glaube, der generelle Konsens in dieser Study-Bubble ist eher, dass man sagt, man möchte den Tag vor der Prüfung nichts lernen. Habe ich nicht gemacht und war auch okay, denn der Tag bei der Prüfung lief so ab, dass ich morgens ankam. Ich mag es sehr gerne, früher da zu sein. Ich war eine Stunde vor der Prüfung schon da oder anderthalb sogar vorher und habe mich dann in unsere Mensa gesetzt und auch mal die Lernzettel angeguckt, die meine beste Freundin mir gegeben hatte, weil meine beste Freundin hatte schon das Jahr davor Abitur geschrieben und ich habe dann ihre Lernzettel freundlicherweise bekommen und konnte mir diese mal angucken und habe dann einfach noch so ein bisschen sinniert, überlegt, was kommt dran und bin aber vor allem ein bisschen mental runtergekommen und habe mich auf die Situation einfach eingestellt, was gleich passiert und ich glaube, dieses Mentale hat mir nochmal mehr geholfen. Da das englische Abitur zentral ist, haben wir zwei Vorschläge bekommen. Das heißt, wir hatten zwei Abiturklausuren und konnten uns dann einen Vorschlag aussuchen. Ich war mir so sicher, Leute, ich war mir so sicher, dass ich den Non-Fictional Text nehme, weil es gibt immer Fictional und Non-Fictional Text. Das heißt, entweder eine Geschichte, also aus einem Roman meistens, oder halt ein Artikel. So. Und ich war mir so sicher, am Tag davor, ich sage einfach, ich nehme zu 100% den Artikel eigentlich, weil ich finde, es viel einfacher, aus einem Artikel was rauszuarbeiten, als aus einem Roman, den man nicht kennt. Außerdem meine ich sogar noch ein paar Minuten davor, ich werde auf keinen Fall eine Speech schreiben, wenn das gefragt ist, als Wahlaufgabe, weil wir eine Speech noch nie geschrieben haben in einer Klausur. Ich wollte sehr gerne eine Sachtextanalyse machen, dann wollte ich gerne noch irgendwie ein Cartoon analysieren und ein Argumentative Essay oder Comment schreiben als Komposition. Das waren so meine Vorstellungen und meine Erwartungshaltung. So, ich ging da rein in diese Klausur, sah die beiden Texte und war so, ich weiß nicht so ganz genau, weil mich beide Vorschläge irgendwie nicht hundertprozentig angesprochen haben, weil beide hatten irgendwie so Dinge, mit denen ich nicht ganz zufrieden war. Das Problem war, dass bei beiden Klausuren auch der Operator, was war denn das nochmal? Assess, genau, Assess war der Operator. Und diesen Operator Assess hatten wir noch nie so genau. Und ihr müsst euch das Ganze so vorstellen, es gibt halt zwei Klausuren und in jeder Klausur sind drei Aufgaben. Und die jeweils dritte Aufgabe, die Komposition, da gibt es nochmal zwei Wahlaufgaben. Das ist eigentlich wirklich easy. Und bei den beiden war halt die erste Wahlaufgabe Assess. Da dachte ich mir so, nee, das nehme ich auf gar keinen Fall. Und bei den anderen war es einmal eine Speech zu schreiben und einmal ein Comment, glaube ich, zu aber auch einem Buch. Und das Buch kannte ich nicht. Deswegen habe ich dann doch die Speech genommen. Und die Speech war natürlich bei dem Fictional Text. Also habe ich dann habe ich doch
den Romanausschnitt analysiert und zusammengefasst und so. Und es war auch okay, es war eine sehr gute Klausur. Und die Speech, glaube ich, war auch echt gut, die ich geschrieben habe. Das ging so um das Thema Prejudices und Vorurteile. Ja, das ist das Gleiche. Und ich habe dann sogar noch Jane Austen zitiert. Ich bin ein großer Jane Austen-Fan. Vielleicht kennt ihr schon so ein Vorurteil, Pride and Prejudice. Habe ich dann auch zitiert. Also ich glaube, Englisch war wirklich gut. Auch wenn es ganz anders war, als ich erwartet hatte. Weil ich saß da so und war nur so, nein. Jetzt kommt wirklich eine Speech rein. Ich meine gerade auch so, ich will die überhaupt nicht schreiben. Und dann kamen die dann doch ran. Aber ich meine, es war eine Speech. Also ich habe zwar nicht wirklich die richtigen Strukturen gehabt, die richtigen Anforderungen, was man jetzt alles machen muss bei einer Speech, weil wir es, wie gesagt, noch nie gemacht haben. Aber es ist ja eigentlich Common Sense, was man bei einer Speech schreibt. Es ist einfach eine Rede, ne? Und deswegen habe ich es auch dann doch ganz gut geschafft, auch wenn es anders war, als ich es antizipiert hatte. Ja, und dann kam Mathe. Und Mathe hat, glaube ich, uns alle einfach so vom Hocker gehauen. Also ich kenne keine Person aus meiner Schule zumindest und auch eigentlich auf Social Media nicht, weil ich habe mit sehr vielen von euch geschrieben. Und keiner meinte, dass Mathe bei ihm gut lief. Also der Konsens war wirklich eigentlich Katastrophe. So, also meine Mathe-Noten waren bisher so. Ich hatte im ersten Semester 13 Punkte, dann hatte ich mal 15, glaube ich, dann hatte ich 13 und dann wieder 13. Also es war immer so im Einserbereich, eher im schlechteren Einserbereich. Also ich bin kein Mathe-Genie, aber ich bin auch nicht wirklich schlecht in Mathe. Genau, dann gehe ich halt in die Prüfung rein, sehe diesen Ohemie-Teil, also den A-Teil ohne Hilfsmittel und denke mir nur so, was? Was? Also diese ersten Aufgaben, die waren schon solche anspruchsvollen Transferaufgaben. Wirklich, ich würde es einfach so lieben, wenn man da reingeht, dann steht da einfach so, rechne das und das aus, berechne den Wendepunkt, erkläre das und das. Aber es sind einfach so Transferaufgaben, wo man teilweise noch Wissen aus der Mittelstufe braucht. Und da muss man bei allen Aufgaben so extrem um die Ecke denken. Und das ist halt super anspruchsvoll. Ich meine, klar ist anspruchsvoll, es ist Abitur. Es ist Abitur, so natürlich ist es nicht einfach. Und ich glaube auch generell, dass das Abitur echt einfach ist, aber trotzdem hat es mich ein bisschen überrascht. Denn ich habe schon das Gefühl gehabt, dass das Abitur schwieriger war in Mathe jetzt als die Jahre zuvor. Ich hatte ja als Vorbereitung auf jeden Fall die Altklausuren durchgerechnet aus den letzten Jahren. Also ich hatte wirklich 2019 bis 2022 auch A, B-Teil alles ausgerechnet, auch aus anderen Bundesländern. Und wirklich das Abitur dieses Jahr war mit Abstand das Schwierigste, fand ich persönlich. Und ich habe heute noch mal einen Freund von mir gefragt, mit dem ich mich heute getroffen habe zum Eisessen, so nach den Klausuren ein bisschen feiern. Und er meinte auch zu mir, also das Abitur dieses Jahr in Mathe war halt wirklich bodenlos und schwieriger als das, was wir zusammen noch mal davor geübt hatten. Weil wir hatten davor zusammen immer sehr viel geübt und auch Mathe und so. Und da konnten wir alles. Wir hatten doch alles richtig. Aber jetzt dieses Abitur war so, ich weiß nicht. Also es war für mich keine Katastrophe, Leute. Es war okay. Weil dann kam der B-Teil mit Hilfsmitteln. Und da haben wir eigentlich immer diese drei großen Teile. Also das Analysis, analytische Geometrie und Stochastik. Bei uns war es so, wir hatten noch einen Corona-Bonus. Und deswegen ist quasi ein Teil der drei großen Bereiche rausgefallen. Stochastik war es bei uns. Ich hatte in der Stochastik-Klausur damals 15 Punkte. Also ich glaube, ich war in Stochastik ziemlich gut. Aber naja, war halt nicht drin dieses Jahr. Und dann hatten wir zwei Analysis-Aufgaben und konnten uns davon wieder eine aussuchen. Ich sehe diesen ersten Vorschlag und denke mir so, oh mein Gott, wie geil. Weil das war so eine einfache Kurvendiskussion. Wirklich, das war so, wie ich es mir wünsche. Also das war einfach nur so, genau wie man sich das wünscht. So einfach ganz konkret, direkt gesagt, was man machen muss. Das war irgendwie so, ja, gib die Symmetrie an, berechne die Extrempunkte, sag, wo der Wendepunkt liegt, Spiegelung und solche Sachen halt. Limes, Definitions, Unendlichkeits, blablabla, Falt im Unendlichen. Also wirklich, so wie man sich das wünscht eigentlich als Mathe-Abiturient. Und das war auch ganz easy. Also die ersten 5, 6 Teilaufgaben habe ich so weggerechnet, ohne überhaupt nachzudenken. Und dann kamen diese nächsten Aufgaben und ich war nur so, what? Also ich will die sogar nicht im Detail erklären. Ihr könnt sie auch nachgucken, wenn dann die Abiturprüfungen online gestellt werden. Vielleicht sind sie das auch sogar schon. Es war halt wirklich, ja, ich weiß auch nicht. Ich habe es hinbekommen, glaube ich. Also ich weiß in Note ja noch gar nicht und weiß nicht, wie es dann letztendlich war. Ich kann nur sagen, dass keiner von meinen Freunden, kein einziger, diesen Vorschlag genommen hat, weil alle meinten, sie fanden den zu schwierig, dann haben sie den anderen genommen. Ich fand irgendwie den eigentlich einfacher als den anderen. Keine Ahnung, ob es jetzt my problem war, aber ja. Und dann kam auch noch Geometrie und Geometrie war auch für alle wirklich schlecht. Zumal kam da Rotation ran und bei uns stand weder auf dem Schwerpunktplan noch irgendwie auf dem Rahmenlehrplan, dass wir es gemacht hätten, das Thema Rotation. Deswegen habe ich das ganz ausgelassen, da ist man 5 Punkte oder so verloren. Also kann schon mal keine 15 Punkte werden, aber das hatte ich auch nicht antizipiert bei Mathe. Naja, im Großen und Ganzen, also ich habe jetzt ja das Negative beleuchtet, das war aber jetzt nicht eine Katastrophe, okay, es war
okay. Also es war nicht wirklich schlimm. Ich habe ja viele Sachen auch gewusst. Bei manchen Aufgaben dachte ich mir wirklich so, was bin ich für ein Genie? Weil die erst so schwierig gewirkt haben. Dann habe ich es doch geschafft mit ein bisschen Nachdenken. Also ich bin zufrieden mit Mathe, okay. Also es war wirklich okay, Leute, okay. Aber es war schon so in meinem Erwartungsbereich. Es war jetzt nicht schlimm. Auch wenn ich jetzt gerade so das Schlechte beleuchte, weil es halt das, was mir im Kopf geblieben ist. Aber die guten Sachen habe ich halt gerade logischerweise nicht mehr im Kopf, weil das so Dinge waren, die ich schnell gemacht habe. Und dann waren sie halt weg aus meinem Kopf. Und über die schlechten oder schwierigen Sachen denke ich jetzt halt ein bisschen noch länger nach. Aber im Großen und Ganzen, es war okay. Also, es ist halt Abitur, muss man sich überdenken. Es ist jetzt auch kein Kindergarten und was weiß ich. Es war halt Abitur und dafür war es okay. Da hatte ich noch Politik-Leistungskurs und ich liebe Politik-Leistungskurs. Ich würde es immer wieder wählen. Englisch und PB waren meine besten Entscheidungen in der Schule. Bei uns heißt Politik PB, politische Bildung. Deswegen möchte ich das Ganze jetzt mal so nennen, damit es keine Verwirrung gibt. Und ich war immer gut in PB. Also ich war im ersten Halbjahr die Einzige, die eine 1 hatte. Oder die 5, nee, ich hatte 15 Punkte als Einziges. Genau, 15 Punkte hatte ich im ersten Halbjahr. Beziehungsweise ich hatte in allen Halbjahren 15 Punkte. Also ich war wirklich schon immer auch sehr interessiert halt. Und deswegen war ich aber auch sehr gut in diesem Fach. Ich hatte auch in jeder Klausur 14, 15 Punkte. Deswegen ich jetzt schon enttäuscht wäre, wenn es nicht 14 oder 15 wäre. Weil ich halt wirklich in jedem Halbjahr, also in jeder Klausur hatte ich 14 oder 15. In jedem Halbjahr hatte ich 15 auf dem Zeugnis. Also es wäre schon echt schade, wenn es jetzt nicht so gut wäre. Bei Politik ist aber die Schwierigkeit, dass du halt nicht weißt, was rankommt. Weil wirklich jeder aktuelle politische Diskurs rankommen kann. Ich habe mir von der Liste gemacht, von allen Dingen, die rankommen können. Ich dachte mir so, ja okay, wenn man jetzt auf Demokratie geht, gerade diese ganzen ordnungswidrigen Protestformen, wie kann man die irgendwie mit Demokratie vereinen? Hatte mir wirklich zu jedem Thema ganz, ganz viel aufgeschrieben, was rankommen könnte potenziell und mir dazu auch ein bisschen Gedanken gemacht. Des Weiteren habe ich auch noch generell die Schwerpunkte gelernt, die uns vom Ministerium vorgegeben wurden. Ich fand es schon schwierig, sich vorzubereiten, weil man halt wirklich überhaupt nicht wusste, was rankommt. Meine beiden Lieblingssemester waren Q1 und Q4. Das ist Demokratie und internationale Politik. Und ich wollte unbedingt Q4 internationale Politik nehmen, weil ich war mir so sicher, dass etwas zum Ukraine-Russland-Konflikt rankommen würde. Und ich habe dann auch sehr viel dazu mich eingelesen, recherchiert und wusste auch einfach sehr, sehr viel zum Thema Völkerrecht und UNO. Und mich hat das auch sehr interessiert, dieses Thema. Und ich hatte einfach so gehofft, dass was zu der Debatte um humanitäre Interventionen kommen kann. Also irgendwie so Waffenlieferungen pro Contra und so weiter. Ich habe mich mental so darauf eingestellt, dass zu 100% was zur UNO und zum Ukraine-Konflikt drankommt. Und vor allem, dass ich es schreiben werde. Ich habe wirklich zu Einladung vorher gesagt, ich nehme auf jeden Fall Q4. Das ist mein Ding, das ist mein Thema. Ich bin da so gut, ich nehme das auf jeden Fall und werde das schreiben. Habe mir am Tag davor den Morgen nochmal Dinge durchgelesen. Generell internationale Konflikte, internationale Politik. Ich war so da drin, Leute. Ich wollte es wirklich. Als zweites Thema habe ich mir übrigens auch Wirtschaft angeguckt, weil nämlich Wirtschaft letztes Jahr nicht rankam in unserem PB-Leistungskurs. Und da dachte ich mir so, okay, wenn es letztes Jahr nicht rangekommen ist, könnte es sehr wahrscheinlich dieses Jahr rankommen. So, dann habe ich also Wirtschaft und internationale Politik intensiv gelernt quasi. Die anderen Semester habe ich auch gelernt, aber halt nicht so intensiv. Ich gehe in die Klausur rein. Es gab drei Vorschläge, weil bei uns PB zentral ist. Das heißt, unsere Lehrer machen die nicht. Und die Schwierigkeit ist halt dabei, dass was rankommen kann, was wir noch nie gemacht haben im Unterricht. Das war letztes Jahr so, dass alle drei Vorschläge waren, was die Schüler noch nie gehört haben. Deswegen war ich auch sehr besorgt für dieses Jahr. Also ich komme in diese Klausur rein. Ne? Wir haben drei Vorschläge. Ich schlage sie auf. Ich sehe zuerst kein Wirtschaft. Toll, aber war okay. Ich habe ja noch internationale Politik vorbereitet. So. Dann kommt internationale Politik. Zum Glück kam das dann ran. Tatsächlich kam ran UNO und Ukraine-Konflikt. Leider nicht so, wie ich dachte. Ich dachte, es kommt irgendwas zur Waffenlieferung, aber es kam dann doch ran. Die Bedeutung der UNO und die Institution. Man musste vor allem auf die Institution eingehen und inwiefern die zukunftsfähig sind und demokratisch sind. Fand ich eine gute Frage. Ich hätte dazu sehr viel schreiben können. Es war gut. Ich war zufrieden. Ich war happy. Dann gab es noch einen Vorschlag zur Gesellschaft. Zu Q3, zu sozialer Ungleichheit, fand ich okay, aber ich habe mich ja darauf nicht vorbereitet, nicht so wirklich, ich dachte mir so, ja okay, das kommt halt schon mal raus. Dann sehe ich den Q1-Vorschlag, Demokratie. Leute, ich habe wirklich so gelächelt in der Klausur. Das Thema war einfach Losverfahren statt Wahlen in einer repräsentativen Demokratie. Das ist erstmal nicht lustig und auch nicht besonders gut oder so das Thema. Das Witzige war, dass genau dieses Thema ein Thema war, was ich zuvor bei Jugend debattiert hatte. Ich war nämlich dieses Jahr bei Jugend debattiert dabei, habe zuerst auf Schulebene debattiert und habe den ersten Platz belegt. Dann bin ich weiter in den Regionalwettbewerb gekommen, bin da auch ins Finale gekommen und bin dort dann die Zweite geworden. Deswegen war ich dann auch im Landeswettbewerb, was ziemlich cool ist. Und ja, in diesem Regionalwettbewerb hatten wir damals genau dieses Losverfahren auch debattiert.
Das Losverfahren war kein Thema, was sie im Unterricht hatten. Deswegen dachte ich mir so, niemand wird das nehmen, dieses Thema, weil das ist eigentlich was so Komplexes, womit man sich echt beschäftigen muss und Gedanken machen muss und so und vielleicht auch Fakten wissen muss dazu. Deswegen wusste ich halt, dass wahrscheinlich aus meiner Stufe das echt wenige, wenn sogar eigentlich keiner nehmen wird. Und dachte ich mir so, ich habe schon einen Vorteil, wenn ich das nehme, anstatt halt die anderen Themen, wo sich Leute wahrscheinlich sehr gut vorbereitet haben. Deswegen, Leute, habe ich einfach 5 Stunden über Demokratietheorien geschrieben, obwohl ich mich darauf nicht vorbereitet habe und so gut auf Q4 vorbereitet habe, was auch ein wirklich guter Vorschlag war. Ich aber dachte, es ist strategisch nicht so klug, das zu nehmen, weil ich zu den Institutionen der UNO auch nicht so viel sagen kann. Dann eher glänze, wenn ich Demokratie nehme. Und dann habe ich Demokratie genommen. Die erste Aufgabe war generell Quellenarbeit. Das war, glaube ich, sehr gut bei mir. Und auch die dritte Aufgabe, diese Erörterung bzw. die Gegenargumentation gegen die Quelle, die gesagt hat, Losverfahren sei nicht konstruktiv, eine habe ich geschrieben und ich glaube, die war auch sehr gut. Nur die zweite Aufgabe war halt AFB 2 und da mussten wir die Demokratietheorien erklären, also Identitätstheorie, Konkurrenztheorie und Pluralismustheorie und ich habe sie nicht vorbereitet. Aber es ist halt ein bisschen Common Sense, was es ist und ich hatte davon auch auf jeden Fall schon mal gehört und kannte sie auch, aber halt, ich habe sie nicht gelernt, nicht spezifisch. Und deswegen hoffe ich einfach, dass ich die irgendwie schon ganz gut artikuliert und erklärt habe, dass es dann noch eine gute Klausur war. Also es war eine gute Klausur auf jeden Fall, aber das ist dann hoffentlich eine sehr gute Klausur war und das würde mich auf jeden Fall mega freuen. Rückblickend kann ich sagen, dass ich mich auf meine beiden Klausuren Englisch und Politik bei meinen Leistungskurse nicht so viel hätte vorbereiten müssen. Habe ich ja auch eigentlich nicht wirklich und das war okay, weil ich speziell bei Politik auch wirklich schwierig fand, sich da gut auf das Thema vorzubereiten, weil dann im Endeffekt alles rankommen kann. Ich würde empfehlen, immer im aktuellen Geschehen zu bleiben, die Nachrichten zu hören, sich dazu informieren und auch gleich eine Meinung zu bilden und das versuchen auch differenziert zu machen. Also multiperspektivische, differenzierte Urteilsbildung ist the way to go. Und ich kann auch sagen, dass es irgendwie immer anders kommt, als man denkt. Also bei Englisch dachte ich mir so, auf keinen Fall eine Speech, auf keinen Fall non-fictional. Beides habe ich genommen. Bei Politik dachte ich mir auf jeden Fall Q4, habe ich dann nicht genommen. Ich glaube, man muss auch wirklich flexibel sein in der Klausur, weil ich saß auch 20 Minuten vor diesen beiden Vorschlägen und war so, nehme ich jetzt Q1 oder Q4? Was nehme ich jetzt? Und ich habe sogar schon eine Lösungsskizze gemacht für Q4 und war so, ja, das ist bei der UNO so zukunftsfähig. Da dachte ich mir so, nee, irgendwie ist es doch nicht so schön. Irgendwie will ich will irgendwie Q1 machen. Es hat so nach mir geschrien, diese Klausur. Weil ich ja wegen Jugenddemokratie schon eine ganze Argumentationsstruktur hatte und schon Fakten dazu kannte. Ja, und dann habe ich das auch ganz anders gemacht, als ich eigentlich antizipiert hatte. Also es war schon ganz witzig. Im Großen und Ganzen kann ich jetzt euch einfach mitgeben, bleibt flexibel, macht euch keine Angst, es kommt immer anders, als man denkt. Seid gechillt, ihr werdet es irgendwie schaffen. Und ich hoffe, dass euch meine Erfahrungen jetzt vielleicht ein bisschen geholfen haben oder dass es zumindest ganz witzig war, mir hier zuzuhören. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr noch nicht gemacht habt, denn bald kommen noch mehr Abi-Videos online und generell Schultipps findet ihr hier ja auch. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier bald wiedersehen. Bis dann, tschüss!